Guten Morgen, Leute. Ich sage guten Morgen, weil wir haben hier 8 Uhr und ihr habt es ja zu Hause schon 14 Uhr. Der Zeitunterschied ist schon ziemlich krass hier. Wir beginnen den Tag jetzt sehr früh und erkunden erstmal Kuba Old City. Natürlich Havanna Old City, nicht Kuba. Kuba ist ja die Insel. Unser Hotel hier in Havanna ist das Melia Habana. Wie es der Name schon sagt, Havanna. Direkt am Strand und es hat einen richtig coolen Pool hier, einmal fast ums ganze Hotel rum. Da könnte man fast überlegen, eigentlich eher einen Pooltag einzulegen. Aber nein, wir wollen Havanna Old City erkunden. Das Taxi, das kostet ungefähr 20 Puck. Wir fahren kostenlos mit dem Shuttlebus vom Hotel direkt in die Altstadt. Ja, sehr nett gemeint, dass er so schön alles erklärt hier auf dem Weg zur Altstadt, aber wir verstehen leider kein Wort. Oh, wir werden schon erwartet. Vielleicht geht die Tür auf. Wir werden bestimmt gleich richtig belagert mit irgendwelchen Touren. Hast du nicht gesehen. Aber nein, wir machen heute das alleine. Ja. Havanna oder Kuba hatte offensichtlich früher riesige Schätze zu verteidigen oder zu schützen. Deswegen ist hier Havanna mit richtig großen Burgen geschützt, mit Kanonen. Gut, die sind natürlich jetzt nur noch ausgestellt hier, aber kann man vielleicht mal erahnen, was hier früher ja so alles ging in dieser Stadt. Leider sieht man davon heute nicht mehr ganz so viel. Und da hinten ist der Faro, also der Leuchtturm, der ist mal zur Abwechslung restauriert, was man von den vielen Gebäuden hier so nicht behaupten kann. Die zweite Person, die uns jetzt hier anspricht, die Kubaner, sind hier extrem freundlich und zuvorkommend. Jeder will uns den Weg weisen und wir wollen jetzt unbedingt in einen Zigarrenladen gehen. Das werden wir mal ausprobieren. Ja, es gibt 50% Rabatt heute im Cooperative House. Der Security-Mann uns jetzt in den Zigarrenshop, vermeintlichen Zigarrenshop gebracht hat, brauchen wir erstmal ein Bier. Es war kein Zigarrenshop, sondern es soll zum halben Preis heute sein. Vielleicht war es auch nur. Nee, es war keine Touristenabzocke, denn das hat uns jemand anders auch noch gesagt. Auf jeden Fall war es ein Wohnzimmer, wo dann die Tür geschlossen wurde und uns sämtliche Zigarren präsentiert wurden. Wollen wir erstmal Bier drauf, ich sag's euch. Komische Situation. Aber selber schuld, wenn man mit fremden Männern mitgeht. Aber er hat im Hotel oder er arbeitet im Hotel als Security-Mann. Havanna gibt so einen eigenen besonderen Flair, besonders was die Oldtimer betrifft. Aber eins kann ich euch sagen, es stinkt bestialisch hier nach Abgasen. Richtig schlimm. Auch hier gibt es solche Hop-On, Hop-Off-Busse. Wie hier, der hier kostet Geld und auch hier kann man wunderbar alles zu Fuß ablaufen. Oder man nimmt so eine Rikscha oder eins von diesen besonderen Taxen hier im Oldtimer-Stil. Wie fein säuberlich alles hier sortiert ist. Man merkt schon, es gibt gar nicht so viel Auswahl an verschiedenen Produkten. Eigentlich alles nur einmal da. Aber das sind Massen offensichtlich. Wurde ich kontrolliert, ob ich tatsächlich das in der Tüte habe, was ich gekauft habe. 2 Fläschchen Wasser. Ja, weil der Dominik immer so aussieht, als würde er klauen. Genau. Zu fast.
bei dem Zustand hier könnte man ja denken, es recht unsicher ist hier in Kuba, aber ist es eigentlich gar nicht, denn die Strafen hier auf Kleidedelikte sind ja so drakonisch, dass sich hier keiner traut, irgendjemand auszurauben oder zu beklauen. Warum es hier im Supermarkt da kontrolliert worden ist, weiß ich jetzt nicht, aber generell fühlen wir uns schon recht sicher hier. Hier in Havanna gibt es wohl einen Chinatown, sieht so aus, oder? Betul mal wieder, wohl auch schon seit längerer Zeit eingerüstet. Kann man ja sehen, ein bisschen kann man sehen, aber es wird zumindest restauriert. Viele Gebäude sind es hier nicht. Da sehen sie halt so aus wie da hinten, fallen fast auseinander. Ja, mal schauen, wann das fertig wird. Es wird auch schon seit Ewigkeiten, seit Jahren restauriert. Na, wer von euch würde hier einziehen? Sieht auch sehr vertrauenswürdig aus, oder? Ja. Günstig sind. In jedem Restaurant stehen dann ein paar Künstler da und machen richtig tolle Live-Musik, kubanische Musik. Und was passt am besten dazu? Situation: zwei Mojito, die kommen gleich. Okay, Mojito ist leider nicht geworden. Irgendwie ist der Lime ausgegangen, es gibt nur Caipirinha. Das Essen ist da. Kubanische Paella und Lamm. Lamm mit, was ist das? Keine Ahnung. Mit Gemüse. Zum Ende, denn um 16 Uhr geht unser Bus zurück zum Hotel. Jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit, um diesen Cocktail hier zu genießen. Wie das irgendwie schmeckt. Ziemlich stark. Jetzt mussten wir gerade, irgendwas war da reingehen. Hier läuft doch klar alles an. Wir mussten gerade noch unser Hotelzimmer verlängern. Der Flug geht erst um 21 Uhr. 21:45 und ja, 12 Uhr ist Checkout, aber genial, 8 Cook, also so etwa 8 Euro pro Stunde in einem 5-Sterne-Hotel, das ging, jetzt haben wir bis 19 Uhr verlängert und das schafft uns ein bisschen Luft, ab in die Stadt. Und so unlogisch, weil das Zimmer kostet die Nacht 250 Euro, warum kosten da 5 Stunden nur 45 Cook? Wir sind ja leider nur das Wochenende hier, es ist nur ein Kurztrip für uns. Deswegen werden wir uns leider nicht so viel Zeit den vielen Museen hier widmen können. Das hier ist eines der wichtigsten, das ist das Museum della Revolution. Revolution halt, ne? Ich weiß nicht genau, was da so alles drin ist. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben, habe ich zumindest gelesen, haben uns auch schon einige gesagt. Leider haben wir, wie gesagt, keine Zeit dafür. Schade, schade, schade. Wir schauen uns den Panzer da vorne an. Genau. Wir haben über 30 Grad schon morgens um 10. Also man merkt es schon ziemlich. Dominik hat schon sein Tuch drüber, damit er keinen Sonnenstich kriegt. Ja, wir wollen uns erstmal eher mehr auf den Schatten begrenzen heute. Hello, good morning, sir. How are you, my friend? I'm fine. Good, thank you. Please, only one question, my friend. Was ist das? The best school should be doing bicycle. No, thank you. You can walk. Das ist das Problem. Man wird hier in Kuba ständig angesprochen, ob man mit irgendeinem Taxi fahren will oder mit irgendeinem Tuk-Tuk. Das nervt ein wenig, aber da muss man rechnen. Ist halt so hier. Ja. Von den
Bussen würde ich hier abraten. Die sind nicht so einfach zu benutzen wie bei uns in Deutschland. Die sind meistens mega voll, zwar günstig, aber man weiß nie, wann sie fahren. Und ja, überfüllt auch noch. Unbedingt die Mangos probieren. Die schmecken hier in Kuba ganz anders wie zum Beispiel bei uns oder in Thailand. Die sind richtig saftig, süß und dunkles Fleisch da drin. Richtig lecker. Also das muss schon länger eine Baracke sein, wenn da schon ein riesen Baum da oben rauswächst. Der muss ja schon 20 Jahre alt sein, aber sieht richtig cool aus da drin, wenn man mal reinschaut. Ja, das ist hocheinsturzgefährlich. Ja, kann ein Abenteuer werden. Da wir heute keinen Sonnenuntergang mehr erleben werden, weil wir mit dem Flugzeug zurückfliegen, müssen wir uns dann Rum jetzt hier trinken, normalerweise zum Sonnenuntergang. Etwas komische Position, aber es geht nicht anders mit der Kamera, weil sie sonst geklaut wird, sagte der Kellner gerade. Also, cheers. Aber es muss ja mal sein. Ne? Die Kamera muss ja da stehen, wo man uns halt sehen kann. Und leider sind, glaube ich, ganz viele Leute dabei. Lecker. In Kuba gibt es übrigens zwei Währungen. Einmal die offizielle, das ist der Peso, der normale Peso, den kann man auch im Ausland nicht also umtauschen. Und es gibt auch den Touristen, das Touristengeld, das nennt sich hier Cook. Das ist der, meist so auch Pesos, Pesos Convertible, so wie auch das ja, Cabrio heißt. Das hat im Ausland keine Funktion, hat auch keine, ja, kannst nicht umtauschen, keinen Wert. Unser Wochenende hier, es war ja leider nur zwei Tage hier in Kuba, in Havanna. Eigentlich hätte man viel mehr Tage hier einplanen müssen. Es gibt so viel zu sehen. Wir haben nur das Gröbste geschafft, so gerade im Innenbereich. Haben ein bisschen rumgetrunken, leider keine Havanna-Zigarre geraucht. Das kommt als nächstes dran. Auch kein Cabrio gefahren, das kommt auch nochmal. Das kostet übrigens um die 50 bis 60 Kuk, also kubanisches Geld hier für eine Stunde. Und pro Person ist nicht gerade wirklich günstig, aber sollte man auch mal gemacht haben. Naja, jetzt geht Shuttlebus zurück nach Hause zum Hotel. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann drückt den Daumen hoch, abonniert den Kanal. Ich mache noch ein paar andere Vloggings, ein paar andere Vlogs und natürlich auch einen Bleib-Report. Schaut mal vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal dann. Ciao! Hello.